Ladies and Gentlemen, welcome back zu Independence Day. Und ja, alle, die sich darüber genervt haben, dass das Spiel selber zu kurz kam und weil ich die ganze Zeit immer nur geredet oder irgendwelche Karten gezeigt habe, die können jetzt aufatmen, denn ab jetzt wird nur noch das Spiel im Vordergrund stehen. Leider habe ich jetzt noch ein paar kleinere Informationen, aber es dauert wirklich nicht lange. Zuerst aber noch etwas anderes, und zwar alle, die sich daran gestört haben, dass man mich kaum gehört hat, weil der Schlachtenlärm so laut war, für die, da habe ich auch Abhilfe geschafft, das Problem ist auch gelöst. So, dann geht es jetzt weiter mit New York. Doch vorher, wie bereits schon erwähnt, ein paar Infos. Ja, das Spiel habe ich auf schwierig, und wenn man es auf schwierig spielt, dann ist es wirklich höllisch schwer. Ich habe jedoch eine Strategie entdeckt, wie man es trotzdem schafft, und zwar werde ich die jetzt erläutern. Ich habe auf jeder Karte, also wo man ja auch sieht, wo jeweils das Extra ist, das versteckte Päckchen quasi, habe ich einen hellblauen Kreis markiert, und das stellt ein hellblaues Symbol dar. Und wenn man das einnimmt, dann wird nicht nur die ganze Energie regeneriert, sondern ist sogar für 20 Sekunden unbesiegbar. Und ja, man sollte dieses Teil wirklich regelmäßig einsammeln, damit man eine Chance hat. Ich habe das Teil für alle künftigen Karten eingebaut. Bei der Washington-Karte war es ja noch nicht dabei, weil ich das ja erst nachträglich herausgefunden habe. Deshalb seht ihr jetzt hier noch die revidierte Karte von Washington. Ja, und ja, vielleicht hat sich die eine oder der andere schon gefragt, hey, warum nehmen die Flugzeuge überhaupt so wenig Schaden? Also eigentlich müssten die ja bei einem einzigen Treffer von der Strahlenkanone da der Außerirdischen, müssten die doch schon zerstört werden, die Flugzeuge. Aber nein, die haben ja da eigentlich Energie. Ja, und da habe ich auch eine Lösung durch meine Story eigentlich gefunden. Und zwar haben ja alle Flugzeuge, also alle sind ja immer drei, also das Flugzeug des Spielers, der Wingman, eben der Steve Hiller und dann noch das E3, das Aufklärungsflugzeug. Alle drei haben so ein, ja, wie wollen wir es nennen, ein Longstreet's Magnetfeld-Dingsbums eingepflanzt quasi. Und ja, das generiert ein Kraftfeld, also mit dem können dann die Flugzeuge quasi von Ort zu Ort auf der ganzen Welt hin und her reisen, von der Area 51. Das werden wir dann noch sehen. Also die fliegen immer von der Area 51 irgendwo hin und dann sind sie plötzlich wieder auf der Area 51. Und mit diesem Kraftfeld, wo sie teleportiert, geht das. Und dieses Kraftfeld hat aber noch den Vorteil, dass es eine Art wie ein Schutzschild um das Schiff herum bildet. Und ja, genau, und dieses Kraftfeld schützt also die Flugzeuge vor den Strahlenangriffen. Jetzt gibt es ja noch die Power-Ups, und zwar, wenn man das so sieht, haben die auch eine Funktion im Zusammenhang mit diesem Kraftfeld. Ja, und zwar gibt es die kleinen Power-Ups, die regenerieren die Energie, also das Kraftfeld teilweise. Dann gibt es die großen Power-Ups, die regenerieren es vollständig und bilden ein Schutzschild für 20 Sekunden. Und da gibt es noch die Turbo-Power-Ups, die beschleunigen die Zeit, sodass es scheint, als ob der Gegner eingefroren wäre. Also ähnlich wie das Adrenalin bei GTA. So, jetzt aber bevor wir mit New York weitermachen. Ja, die Aufklärung über Washington hat ein paar Informationen ergeben, die vielleicht auch interessant sind. Und zwar, warum eigentlich die verbleibenden 8 Zerstörer nicht zurückgekehrt sind zum Mutterschiff. Und zwar suchen die nach Möglichkeiten, den Energiesparmodus zu verlassen und halten also quasi im Moment auch die Stellung. Was wichtig ist zu wissen, die Städtezerstörer können im Energiesparmodus ihre Primärwaffe nur dann einsetzen, wenn sie dann auch ihre Schilde deaktivieren. Und da sie dann jedoch verwundbar sind, tun sie das nur im äußersten Notfall. Und das haben wir ja gesehen beim Washington-Schiff. Es hat eigentlich die Hauptwaffe erst dann eingesetzt, als wir das System gehackt haben. Dies nur zur Info. So, jetzt geht's aber weiter nach New York. Ja, das New York-Schiff versucht mit Satellitenanlagen in der Stadt das Signal des Mutterschiffs zu verstärken, um so den Energiesparmodus zu verlassen. Wir müssen diese Anlagen nun zerstören.
Wir haben außerdem erfahren, dass über Cape Canaveral in Florida, also ein bisschen weiter südlich, eine außerirdische Konstruktion die ganze Basis abschirmt. Wir müssen diese Konstruktion zerstören, damit das Raumfahrtzentrum wieder nutzbar ist. Genau. Eben hier steht's: Auftragsziel New York, außerirdische nutzen auf der Erde stationierte Satelliten, um mit anderen Stadtzerstörern zu kommunizieren. Finden und zerstören sie die Satelliten. Eben, das haben sie ja eigentlich schon vorher getan. Und eben hier geht es jetzt, eben ich habe die Story ein bisschen frisieren müssen, dass sie einigermaßen ja akzeptabel ist. Wir müssen diese Satellitenanlagen zerstören, genau mitten zwischen den Twin Towers durch Richtung Freiheitsstatue. Captain Stephen Hiller ist wieder Wingman. Auch das Aufklärungsflugzeug ist wieder mit dabei. Dann haben wir wieder den beweglichen Fighter, den Back A, den Back B. Und neu auch den Back R, und der ist von der Geschwindigkeit her ist der besser als die anderen beiden und auch von Wendigkeit, Panzerung und Deckung her. Ein ernstzunehmender Gegner. Ja, und hier haben wir noch neu die, also Bodenartillerie, Ground Artillery Battery, GAB. Ja, Geschwindigkeit, Wendigkeit, Panzerung, Deckung ist da nicht so, weil die ist im Prinzip am Boden und ja, beschießt uns da. Und wenn die einem trifft, das ist echt übel, weil dann verliert man quasi die Kontrolle über das Flugzeug. Das ist echt ätzend. Dann haben wir eben die Satellitenstationen. Außerirdische benutzen Erdsatelliten, um einen gleichzeitigen Angriff auf die Erde zu starten. Wissen wir bereits. Jetzt in diesem Fall wollen sie ja das Signal verstärken, um das New York-Schiff, damit es den Energiesparmodus verlassen kann. So, das wär's. Starten wir gleich schon mal. Genau, und wir gehen auch direkt quasi in den Warp-Modus und nach Cape Canaveral. Und ihr seht, es ist gar nicht so einfach. So, wir haben es geschafft. Nein, eigentlich wollte ich das hier abschießen, genau. Sehen die Konstruktion, von der ich bereits schon erzählt habe. So, und jetzt Vollgas. Jetzt haben wir nämlich noch das Extra ein. Ja, ich sehe es schon dort hinten. Und zwar ist es diesmal eine IF-23. Genau. Und da gibt es nämlich hier noch was. Und zwar zum ersten Mal, wenn ihr das sehen, genau das Hellblaue hier. Ja, das haben wir eingesammelt. Jetzt sind wir unbesiegbar. Das ist doch auch mal was. Jetzt zerstören wir noch das hier. Sammeln das hier ein. Genau, die Außerirdischen sind eingefroren und wir fliegen zurück nach New York, um dort die Satellitenstationen zu zerstören.
Ja, und herzlich willkommen in der Stadt der Liebe, La Ville d'Amour, Paris. Ja, und dieses Mal zerstören Sie die Feldgeneratoren, die sich auf dem Zerstörer und am Boden befinden. Und warum müssen Sie das tun? Feldgeneratoren. Die Generatoren sind Verteidigungsanlagen für den außerirdischen Stadtzerstörer und die Stadtgrenze. Field Generator Repair Bots. Ah, sie sind richtig dreckig, die Außerirdischen. Die haben sogar Reparaturroboter, welche die Feldgeneratoren wieder instand setzen, nachdem wir sie beschädigt haben. Da haben sie wieder Bodenartillerie, fliegende, ja, Schießplattformen haben sie auch. Dann wieder der Bug Air, der hatte uns ja schon. Also ein Treffer von dem und quasi die Hälfte der Energie war weg. Dann die B und A, ja. Aufklärungsflugzeug, ja, und der Captain Steve Hiller, der soll doch bitte uns mal Deckung geben. Ja, ihr seht, wir haben mal ein bisschen ein stärkeres Flugzeug jetzt genommen. Ich hoffe, dass es ein bisschen einfacher geht mit diesem Flugzeug. Und ja, hier seht ihr jetzt dann noch gleich eingeblendet, wo das Extra ist und ja, das quasi das Schild, dass wir uns wieder rege abholen werden. So, genau. Ja, hier sieht man auch schön noch den Triumphbogen, aber eben, dass relativ schwer ist, werden wir nicht allzu viel Zeit haben für Erkundigungstouren. Aber eben, das ist der Eiffelturm, es ist eigentlich klar, das Schiff über Paris hat Generatoren am Schiff selber und am Boden platziert, um quasi sich so weit aufzuladen, dass es den Energiesparmodus verlassen kann. Und das müssen wir verhindern, indem wir eben diese Feldgeneratoren zerstören. Und los geht's. So, ui, der ist aber wendig. Aber als allererstes holen wir uns jetzt mal das, genau das Extra da. Ui, der ist richtig, der fliegt sich aber richtig geil. Und zwar müsste das irgendwo hier sein. Ja, dort hinten, ich sehe es schon. Dort hinten ist es. Oh, ja, jetzt war ich ein bisschen zuwendig. Wo war jetzt das wieder? Jetzt muss ich wieder wegfliegen. Mal schauen, das ist ein bisschen zu schnell. Nein, das ist es nicht. Wo ist es denn jetzt? Wo ist es? Wo ist es? Genau, ich wollte mich erinnern, hier irgendwo über diesen Gebäuden, oder? Oder nicht? Okay, ich muss nochmal ganz wegfliegen. Ganz wegfliegen, genau. Und nochmal zurückfliegen. Genau, jetzt so. Jetzt finden wir es aber hoffentlich. Ja, ich sehe es, da ist es. So. Natürlich haben wir jetzt natürlich das nicht eingesammelt, was eigentlich noch wichtig wäre, nämlich dass die eingefroren sind. Ja, da ist es, ich sehe es, aber ich komme irgendwie nicht so gut dran. So, sind die eingefroren und ja, wir kümmern uns gleich um die nächsten Kunden. Das sammeln wir auch schon mal wieder ein, wenn es da gerade schon wieder so schön spawnt. Eingefroren. Okay, es geht ein bisschen besser jetzt dieses Mal. Wir holen uns auch gleich wieder das Extra, ein bisschen schneller bitte. Wir holen uns jetzt nochmal das und dann möchte ich mir eigentlich genau das da hinten ist es. Genau, und dann möchte ich mir eigentlich auch schon mal das versteckte Päckchen in dem Sinne. Ja, ich sehe es schon, da ist es. Das
möchte ich mir auch noch holen. Schaffe ich es ohne den? Ist es der Élysée-Palast? Keine Ahnung. Die Eurofighter 2000 haben wir eingesammelt. Gut, können wir uns jetzt eigentlich nur noch auf die westlichen Schilde konzentrieren und dann ist das Ganze eigentlich erledigt. Also wenn ich es mit dem Flugzeug jetzt locker vom Hocker schaffe, dann werde ich... Ah, komm. Der sich so anbietet. Ja, und ich glaube, wir sollten bereits schon wieder ja, das Teil da holen. Jetzt weiß ich ja ungefähr, wo es ist. Ja, genau. Quasi bei der Kreuzung da oben. So. Puh, genau. So, eingefroren und jetzt. Ah, das ist wieder so ein, das ist schon so ein Reparaturroboter dran. Den machen wir natürlich kaputt. So. Jetzt haben wir noch kurz den. Den Ding gesehen da, den, wie heißt er? Den Steve. Aber jetzt möchte ich mir quasi schon wieder mal meine. Ja, ich bin ein gebranntes Kind, nachdem ich jetzt irgendwie 5 Anläufe für die New York-Mission gebraucht habe. Jetzt hat das nicht mal eingesammelt, hä? So eine Pfeife. Einsammeln. So. Jetzt aber. Hier gibt es keine Nebenmission, also das heißt, nachdem wir Paris geschafft haben, geht es dann auch schon wieder weiter. Ah, das ist wieder so ein... Machen wir den... Ups! Ah, Kacke, was war jetzt das? Ja, ich glaube, ich schaue mal wieder bei dem Extra vorbei. Weil ihr müsst entschuldigen, aber ich habe keinen Bock, das alles 1000 Mal zu machen. Ah, komm, sammeln wir die Raketen auch noch ein hier. So und hier. Ja, jetzt weiß ich ja mittlerweile, wo es ist. Genau ist bei der Kreuzung hier. Das muss ich mir nachher schön auch für euch auf der Karte so abändern, weil ich habe das gerade ein bisschen an einem anderen Ort quasi markiert. So, den möchte ich eigentlich auch noch ausschalten hier. Der nervt mich da. Wenn die Zielerfassung dann irgendwann mal angeht, so. Ich kann auch die Ziele wechseln, aber ehrlich gesagt habe ich da gar nicht so Bock drauf. Weil, ja, man muss schon oh, so, und jetzt Hauptwaffe, oder? Nein, immer noch nicht. Okay. Ich gehe jetzt auf Risiko und hole mir nicht nochmal das andere Teil, aber Raketen sammle ich natürlich schön ein. Der Eiffelturm. Ja, warte, stopp. So. So. Einsammeln so, aber jetzt. Nein, immer noch nicht. Mann. Okay, jetzt Hauptwaffe. Hauptwaffe? Wo ist die Hauptwaffe? Wir fliegen direkt auf die Hauptwaffe zu. Ja genau, die will dann in Notre Dame zerstören. Da haben wir natürlich was dagegen. So. Ende Gelände. Und die Paris-Mission ist auch geschafft. Return to Base, ja, sehe ich auch so. Also, dann, ja, es war jetzt ein bisschen stressig, aber ja, ich glaube, wir kommen mit der richtigen Taktik, kommen wir gut vorwärts. Hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei. Tschüss.